RE 19 nach Bocholt überwiesen, Abfahrt 12:50 Uhr, heute circa 10 Minuten später. Grund dafür sind Bauarbeiten. Nächste Station, folgende Station ist Dingden. So, hallo, nun auch hier nochmal vom PC-Schreibtisch aus. Ihr seht, ich bin hier schon fleißig unterwegs jetzt vom Dingdener Bahnhof. Dingden, komischer Name, naja, aber egal. So, bin jetzt hier auf dem Weg, aber erstmal in Dingden zum Café Winkelmann. Wie ihr seht hier, da muss ich erstmal rein, weil ich mich jetzt erstmal für unterwegs verpflegen muss. Also belegtes Brötchen, Kaffee und Stück Kuchen. Alles jetzt eingepackt und hier ein offener Kofferraum. Tja, wenn es denn nicht passt, ne? Jo, also ich bin jetzt erstmal auf dem Weg zu meinem ersten Etappenziel. Unbedingt zu dem Ausguck, sag ich jetzt mal. Aber vorher muss ich hier nochmal einen kurzen Stopp machen. Und zwar um... So, hallo alle miteinander. Ich bin heute mal wieder auf Tour bei dem schönen, herrlichen Muttertagswetter. Ist ja klar. Hab ich ja gestern noch auf unserem Facebook-Kanal angekündigt auch. Ja, und ich bin jetzt hier in der Nähe der Dingdener Heide. Da werde ich durchfahren und an einem schönen Aussichtspunkt in die Natur werde ich mein erstes Picknick machen. Und ja, und im späteren Verlauf noch über Bocholt, da an dem, ich glaube, Aasee heißt der, und dann von da aus nach Borken radeln. Ja, das war die Tour, die ich gestern noch nicht verraten wollte, und genau, heute wisst ihr jetzt, wo es lang geht. Genau, also vielleicht melde ich mich nochmal von unterwegs nachher. Wink, winke. Ja, das war jetzt nochmal live gesprochen auf der Tour. Warum das hochkant war? Ja, weil ich das natürlich auf unserem, für unsere Community, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal, dem Fahrradkanal, findet ihr unter Community natürlich dann auch schon mal, nicht Community, Entschuldigung, sorry, hab gerade was Falsches gesagt. Nein, aber wie gesagt, unter den Live-Videos, da mache ich dann schon mal von unterwegs ein paar Infos, wenn ich auf Tour bin. Ja, da könnt ihr dann immer schon mal reingucken und natürlich dran denken, auch auf Facebook in der Gruppe Fahrrad-Fahren. Ja, hier bin ich jetzt auch schon an meinem Beobachtungsunterstand angekommen. Und was mache ich dort? Natürlich werde ich da jetzt mein leckeres belegtes Brötchen essen. Genau. Ja, dazu habe ich hier so einen kleinen ausklappbaren Hocker. Das ist ein ganz tolles Teil, nimmt nicht viel Platz weg und man kann den schön ausklappen, wie ihr seht. Ist eigentlich relativ einfach. Die Befestigung, man muss schon ja mal die Technik ein bisschen beherrschen, dann geht das relativ leicht. Dann ist das gespannt. Eigentlich kann man da drauf sitzen, ist also auch für unterwegs, beziehungsweise vor allen Dingen als Campingstühlchen. Ich nehme es jetzt mal als Tischchen, weil zur Seite rumdrehen ist immer doof auf der Bank. Ja, ich habe das gerne vor mir und ja, mein belegtes Brötchen ist fertig. Habe ich jetzt gefuttert und jetzt packe ich das Stühlchen wieder ein. Natürlich habe ich da auch mal rausgeguckt in die ja, tolle Gegend, wie man viel Gegend, wie man immer so schön sagt. Nein, es ist wirklich schön, landschaftlich. Da sind natürlich auch einige Ja, Feuchtgebiete, glaube ich. Übrigens nennt sich dieser Unterstand Schießstand, also zum Schießstand. Das assoziiert bei mir natürlich irgendwie nicht so wirklich Angenehmes, weil es eigentlich ein toller Ausguck ist in die Natur. Wie gesagt, vis-à-vis, wenn man da rausguckt, da ist auch ein Dreibein-Hochgestell. Ich nehme mal an, da oben drauf waren auch tatsächlich Störche. Kann man sich dann angucken. Und ja, wenn ihr könnt, ich habe es vergessen, Fernglas mitnehmen. Lohnt sich sicher, da mal zu schauen und zu lauschen vor allen Dingen. Hier seht ihr hier links, ne, immer mal wieder so riesige Pfützen. Ich denke mal, das ist normalerweise nicht, aber weil es ja so mittlerweile dieses Jahr sehr viel geregnet hat und ihr seht ja, ein toller blauer Himmel mit ein paar Schäfchenwolken. Wunderbar, zur Linken natürlich hier auch ein bisschen Pferde etc. Und natürlich auch Kühe, Obstbäume etc. Sehr schöne Gegend, hat mir sehr gut gefallen. Ja, was ich jetzt vorab allerdings noch sagen muss, ja, es ist jetzt nicht unbedingt einer meiner längsten Touren. Von daher muss ich jetzt natürlich zugeben, dass es jetzt, die Tour war jetzt roundabout 36 Kilometer lang. Ist also, wie gesagt, nicht gerade die längste Tour, aber landschaftlich sehr schön. Warum habe ich das mal so gemacht? Weil es als Kombi jetzt mit Zug und Rad sich einfach so am besten jetzt hier verbinden ließ. Ja, also es ist leider so, dass Richtung Norden vom Ruhrgebiet aus leider immer nur so Stichstrecken mit der Bahn gehen. Die eine, sage ich jetzt mal, von Bottrop oder Oberhausen geht nach Bocholt. Die ist elektrifiziert, die habe ich genommen. Und die andere ist nicht elektrifiziert. Die geht dann quasi auch über Bottrop oder beziehungsweise ja, über Bottrop bis nach Borken. Ja, ganz, ganz früher gab es dann mal auch eine Querbahnverbindung zwischen Borken und Bocholt, aber das ist lang, lang her und ein Stückchen auf dieser ehemaligen Bahntrasse werde ich natürlich auch radeln. Ja, jetzt bin ich hier schon so ein bisschen im Einzugsgebiet vom Bocholter Aasee. Was das jetzt hier für ein Wehr war, kann ich jetzt auch nicht speziell sagen. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier natürlich in Richtung Aasee unterwegs. Das waren jetzt so vom Bahnhof Dingden nur so circa 11,5 Kilometer, die durch diese Dingdener Heide da sehr, sehr schön waren. Also es sind zwar Straßen, aber das sind ja Dorfstraßen, Nebenstraßen, teilweise, glaube ich, irgendwie Wirtschaftswege. Vieles war auch gesperrt, teilweise für den Autoverkehr. Naja, whatever. Also ihr müsst da keine Panik kriegen, dass da viel Autos unterwegs sind. Das ist da nicht so. Ja, jetzt habe ich gedacht, ich fahre mal hier hin, guck mal, dass ich nochmal was Eistechnisches irgendwie zu bekommen kann. Und bin dann deshalb hier so ein bisschen durch diese ganze Biergarten-Szenerie hier durch, aber hier gibt es das Strandcafé, Strandkiosk oder wie der sich nennt. Und da habe ich mir dann, natürlich bin ich hier fündig geworden, nee, die habe ich nicht genommen, aber hier von der Langnesetafel. So, gleich bekommt ihr auch noch ein paar Bildchen hier nochmal von der ganzen Fahrradszenerie und dann gibt es jetzt gleich auch nochmal einen Tipp in Sachen Fahrrad-App. Aber vorher hier noch der Versuch, mein Eis zu fotografieren. Aber jetzt zur Fahrrad-App. Wenn ich das verbreiten würde hier in Deutschland, das fände ich gut. Nein, reicht doch Reklame für. Ist doch kein Problem. Mach da ruhig Reklame. So, pass auf. Das ist die App hier. Fietsknoop. Fietsknoop. Ja? kannst du radeln, wandern. Gibt es in Deutsch, ist eine holländische App. Da hast du die ganzen Punkte. Hier hast du Bocholt. So, da ist eine Sache aus Holland. So, Bocholt, dann geht das bis Hamingeln. Hast du hier oben, kannst du immer nach Nummern fahren. Nach 59, dann siehst du genau, wie viele Kilometer das sind. Und das ist die schönste Strecke. Da mache ich jetzt Werbung für Fietsknoop. So, ihr habt jetzt gesehen, Fietsknoop, eine interessante Fahrrad-App. Kannte ich so jetzt auch nicht. Fand ich aber gut, weil das, ihr habt ja gerade in der Beschreibung, ich habe da so ein paar Sachen auch eingeblendet, sicher mitbekommen habt. Allerdings, wie gesagt, eine niederländische App, aber anscheinend wohl auch auf Deutsch umstellbar. Was natürlich ist, dieses Knotenpunktsystem findet man ja auch mittlerweile bei uns hier und da mit den Stangen und obendrauf eine Nummer. Aber diese Fietsknoop-App wird wohl nur im gewissen Grenzbereich, also Grenzgebiet hier auf deutscher Seite auch entsprechend dann in dieser App noch funktionieren. Ja, ihr seht, ich bin jetzt hier auch schon wieder weiter unterwegs. Ja, hier noch auf dem Fußboden bzw. auf dem Belag eine interessante Info. Gegenseitige Rücksicht. Ja, es ist immer so ein bisschen für die Traktorfahrer so ein bisschen das Problem mit den Radlern, ne, aneinander vorbeizukommen. So, ich fahre jetzt auch hier schon an der Bocholter Aa entlang. Ich habe mich also entschlossen, hier südlich der B67 lang zu fahren. Also hier die Bocholter Aa, die fließt da südlich lang, Krechtingen und Rhede sozusagen. Ich bin das auch schon mal nördlich davon gefahren, also durch Rhede, und da habe ich im Ortskern auch mir schon mal ein richtig schönes Eis. Da gibt es ja dann eine Eisdiele und da kann man dann richtig schönes frisches Eis holen bzw. bekommen. Aber wenn man südlich von Rhede längs fährt, ist es nicht ganz so easy. Ob es jetzt nördlich rum schöner ist, also ich fand es jetzt hier mal unten rum südlich ganz gut. Nachteil ist natürlich dieses Stück jetzt hier, wenn man das südlich rumfährt, unten von Rhede und weiter, ist relativ offen. Also da hat man dann schon ein paar Kilometer, die offen sind, Landschaft, also wenig Bäume an der Bocholter Aa. Es gibt dann wieder mal Abschnitte hier und da, wie gerade eben gesehen, aber ihr seht ja hier gerade im Video, kein Baum, kein Strauch, nichts, aber dann kommt wieder mal so ein kleines Wäldchen und schon ist wieder sehr angenehm. Also ich sag mal, für mich wäre das nichts, jetzt über 25, 26 oder 30, gar 30 Grad hier längs zu radeln. Da sind dann die offenen Stellen ohne Bäume, die Schatten spenden, doch ein bisschen, ja, da muss man dann Gas geben, entsprechend wegen dem Fahrtwind auf dem Fahrrad, aber deswegen trage ich eben halt auch einen Hut, damit ich auch Schatten auf dem Kopf habe, sozusagen. Genau. Ja, jetzt kommt wieder so ein offenes Geländestückchen. Hier noch irgendwie ein Funkmast fürs Handynetz, nehme ich mal an. Früher waren diese Masten ja teilweise mal, aber ich glaube, der ist ganz neu, aber früher gab es das auch für den Fernsehempfang. Aber da das ja immer weiter zurückgeht, wer guckt schon noch DVB-T2? Das ist das digitale Fernsehverbreitung über terrestrische Funkwellenbetrieb. Die meisten haben ja ihre Schüssel und finden das ganz toll, und wenn es dann ganz viel regnet und hagelt und dicke Wolken sind, dann haben sie kein Bild. Hat man bei DVB-T2 nicht. Ich habe es zum Beispiel parallel zum Satellitenempfang. So, jetzt habe ich aber die ja, eigentlich nicht die B67 überquert, sondern die Bocholter Straße, weil ich hier jetzt in ein anderes Gebiet radeln wollte, nämlich, dass ich zu dem Pröbstingsee komme. Ist so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, parkähnliche Landschaft, wie ihr hier vielleicht auch schon so im Video so ein bisschen sehen könnt. Da gibt es dann auch noch eine Ausflugslokalität, die hatte ich natürlich auch vor, noch euch zu zeigen. Aber hier nochmal so ein paar Eindrücke von der schönen Landschaft. Ja, und da seht ihr schon da hinten links so halbwegs im Bild. Da ist dann auch schon dieses Ausflugslokal. Nennt sich Bootshaus am Pröbstingsee. Ja, ich bin dann allerdings ein Stückchen weiter geradelt und habe mir hier an der Bocholter Aa, da gibt es hier eine Fischtreppe, da habe ich dann eben meine Kaffeepause gemacht. Ja, hier noch eine Infotafel, habe ich auch abfotografiert. War jetzt wahrscheinlich im Bild ein bisschen zu schnell, aber ihr könnt ja Pause-Taste drücken und auf YouTube und euch das genauer durchlesen, wenn ihr denn möchtet. Ja, dann habe ich hier noch einen Blick reingemacht in diese Fischtreppe und da war dann noch so ein Erpel, so eine Ente, Stockente, glaube ich war es. Das hat ihr so gar nicht gefallen, dass ich da da reingeguckt habe. Da hat sich es doch vorgezogen, langsam zu fahren. Ja, wie gesagt, das Stückchen, ich hätte jetzt auch südlich fahren können, auf der ehemaligen Bahntrasse. Übrigens waren da auch Stücke dabei, anscheinend da im südlichen Teil. Aber ich habe es vorgezogen und geplant, hier eben weiter hier an der Bocholter Aa lang zu radeln. Okay, leider ist es nicht ganz immer durchgehend. Man muss auch schon mal ein Stückchen auf einer Straße fahren, aber ihr seht ja, da ist dann, und man muss dann wieder die Seite wechseln. Der Vorteil ist, man hat dann, wie ihr seht, hier dann schon auch einen Radweg separat und hat also nichts mit der Straße zu tun. Was dafür aber entschädigt ist, dann hier die doch sehr schönen Baumbestände, die dann wirklich auch doch mal noch ein bisschen Schatten stellen und kleine Büsche und Wäldchen, die man durchquert. Ja, das geht dann bis zur Bundesstraße 70 oder Bundesstraße 70 und die muss man dann irgendwann queren. Bundesstraße, wie komme ich da drauf? Ja, aber gut, ich kann das hier nicht immer so richtig lesen. Bundesstraße macht ja Sinn. Ihr seht noch, wie gesagt, so ein paar schöne landschaftliche Eindrücke jetzt hier. Jetzt quasi fahre ich rechts von der A, Bocholter A und immer Richtung Borken und wieder so ein schönes kleines Wäldchen, wo man dann eben halt mal so einen kleinen Schlenker durchmachen muss. Und mal wieder die Seite gewechselt. Und ja, das ist jetzt alles so schon relativ kurz vor der Bundesstraße 70. Die muss man dann queren, wenn man nach Bocholt-Borken reinfahren möchte. Aber vorher gibt es hier auch so ein paar Engstellen. Also ich klingel da immer ganz gerne. Hier links übrigens dann auch eine schöne Picknickstelle, Tisch und Bank. Und hier ist jetzt genau die, wie ich finde, sehr komfortable Unterquerung der Bundesstraße 70. Aber man muss hier wirklich fast schon den Kopf einziehen. Also mit Hut war es mir da schon ein bisschen knapp, aber man will ja nicht meckern. Wie heißt es immer so schön? Meckern auf hohem Niveau. ist ja schon super, dass man da wirklich darunter herfahren kann und nicht oben über die gefährliche Bundesstraße. So, jetzt bin ich auch schon hier kurz vor, beziehungsweise im nördlichen Teil von Borken. Fragt mich jetzt nicht, wie dieser Teil von Borkenheit ist. Ist auf jeden Fall im nördlichen Teil und hier kurz vor dem Jugendburg Gemen, so steht es hier in Google Maps, eine Ladestation. Also wollte ich euch dann auch mal zeigen. Ja, hier so ein Stückchen Idylle, vielleicht ein bisschen Altstadt teilweise noch, alte Substanz, teilweise Häuschen, sehr schön gemacht hier mit Bewuchs, Rose, weil der Durchgang hier durch das Haus sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Art Tor zur Innenstadt. Dann hier der Durchgang zu den schönen Burgrundweg um die Burg herum. Nur der Durchgang war ein bisschen enger, aber ihr seht ja die Wege schön, nicht viel los. Übrigens, wie gesagt, generell die Tour nicht sehr viel Fahrradverkehr, das hält sich da wirklich in Grenzen, man freut sich fast schon. Ja, hier diese tolle Jugendstilburg Gemmen, Wasserschloss oder was das ist, hat wirklich einen sehr schönen Park, wie gesagt, Fahrradfahren verboten, habe ich da nirgends gesehen. Ist ja auch nicht wirklich viel los, wie ihr seht, ne? Obwohl das hier wunderschön ist. Also ich finde, das ist noch echt ein Geheimtipp hier, diese Tour mit der Dingdener Heide hoch nach Bocholt. Man kann natürlich die Tour auch abändern. Statt nach Borken kann man dann an der Bocholter Aa Richtung niederländische Grenze fahren. Haben wir auch schon mal gemacht. Ist auch sehr, sehr schön. Und dann kann man zum, da ist dann auch ein Schlösschen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich glaube Isselburg heißt es. Schlagt mich jetzt tot, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Aber ihr seht doch, ne? Wunderschön, tolle Landschaftsaufnahmen und total nicht überlaufen. Also ich finde, das ist noch ein echter Geheimtipp, hier zu radeln. Auch wenige Fußgänger eigentlich, wenn, dann sind hier wirklich viele Leute mit dem Rad unterwegs. Also viele Leute nicht, aber wenn, dann sind sie mit dem Rad unterwegs. Ihr seht auch, da war auch ein Schild tatsächlich, ne, Fußgänger und Radfahrer. Ich bin jetzt auch, ich habe die Burg einmal umrundet und bin jetzt auch auf dem Weg zum Borkener Bahnhof. Ich habe mir natürlich den möglichst längsten grünen Weg ausgesucht. Ich bin jetzt hier am Bahnhof angekommen und dank 49-Euro-Ticket. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen hoch freuen und natürlich über ein Abo. Und ja, das hier ist am Oberhausener Bahnhof ein Stückchen Original Wuppertaler Schwebebahngerüst. Winke, winke! Und macht's gut. Tschüss.